You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. Something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Did you invite these strangers? Good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to those. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angeschaut. Ich habe das Spiel erstmal ein bisschen für sich selbst reden lassen. Wir spielen hier ein Open-World-RPG. Namens State of Decay. Okay, Lily, red mir nicht dazwischen. Ja, das Spiel ist vom 5. November 2013, also schon ein bisschen älter. Dennoch ganz, ganz toll gemacht. Momentan sehr zeitgemäß. Survival, Zombies. Was unterscheidet sich hier von GTA und Co.? Natürlich zum einen, dass wir Games mit Zombies rumschlagen, anstatt mit Polizisten und Gangstern. Aber auch, dass die Gruppendynamik. Wir spielen also jeden Charakter, der zu unserer kleinen Fluchtgemeinschaft hier gehört. Wir wechseln hin und her, da unsere Charakter ermüden, verletzt werden und dergleichen mehr. Ja, wir lösen Aufgaben wie in jedem Spiel. Die Karte zeigt uns immer wieder neue Aufgaben. Von Infektionsherden bis hin zu Plündereinsätzen, weil wir Ressourcen brauchen. Oben sehen wir den Status unserer Heimatbasis. Sehen, wir haben nicht sehr viel Munition, nicht sonderlich viel Baumaterial, eigentlich haben wir noch von gar nichts viel. Dringlich bräuchten wir noch Medikamente, auch wenn wir davon im Moment, naja, recht viel besitzen. Wir können diese Basis ausbauen im Laufe des Spiels. Wir können einen Garten anlegen, weitere Wachtürme, Schlafplätze, wenn wir mehr Verstärkung finden und dergleichen mehr. Ganz toll gemacht, sehr anspruchsvoll und motivierend. Mit unseren Charakteren müssen wir aufpassen. Jeder Charakter, der stirbt, ist wirklich für immer verloren. Also sehr realistisch. Ja, da sieht man meine Fahrversuche durch eine Zombie-Horde. Nehmen wir mal das nächste Auto, das ich schrotten kann. Ich denke mal, wir fahren einfach mal kurz in die Stadt, damit ihr einen ersten Eindruck kriegt. Ein Let's Play oder zu lange Vorstellungen würden euch hier wahrscheinlich nichts bringen, weil das Spiel wird ja schon von der Geschichte und der Spieldynamik beeinflusst, die auch für jeden anders ist. Aber dennoch ist es mal einen Blick wert, um einfach mal zu sehen, was es hier so gibt. So, da ist doch was. I'm gonna have to ask you to move along. This area is under quarantine. No civilians allowed. Listen, man, we need some help here. A bunch of us are crammed into the church and we... Hey, let me stop you right there. This is not a rescue mission. Best thing you can do is go home, lock the doors, and shoot anyone paler than your average geek. The fuck? How can you just ignore this? Move along, please. Tja, so viel zur großen Staatshilfe. Aber ja. Ja, ich drehe mal noch eine kleine Runde, damit ihr hier mal so ein bisschen die Gegend sieht. Das ist der erste Ort, in dem wir sind. Es geht nachher noch weiter. Es wird auch alles noch ein bisschen größer und komplexer. Auch die Zombies verändern sich noch. Not. We're on our own. What? Fuck 'em. We've survived this long. We'll keep surviving. Oh, Mist. Ich denke. Ah, ging ja.
Ja, wie gesagt, ich will euch eigentlich nur mal das Spiel zeigen, weil ich selbst habe es gar nicht bemerkt, dass es rausgekommen ist. Habe es durch Zufall entdeckt. Das Angebot im Shop und bin total begeistert. Viele meiner Bekannten haben das Spiel vorher auch nicht gesehen und deswegen dachte ich mir, mal einmal so zeigen kann man es ja, obwohl es nicht mehr ganz taufrisch ist. Ist wirklich eine tolle Sache. Also für jeden, der zum einen auf im Moment im Zombie- und Survival-Fieber ist und zum anderen der Spiele wie GTA und Co. mag, ist das hier also auf jeden Fall genau das Richtige. So, wir können ja mal noch in so einen Laden reingehen. So, in diesen Geschäften finden wir die verschiedensten Sachen. Natürlich gehen wir in diesem Waffengeschäft davon aus, dass wir Munition finden. Ob nur einzelne Kugeln für uns oder ganze Munitionspakete, das ist ein bisschen glückabhängig. Aber wir brauchen auf jeden Fall Massen. Aha. Nice. Gut, mehr können wir im Moment nicht mit uns rumtragen. So, was haben wir denn hier? Eine zufällige Munitionskiste. Schnallen wir uns jetzt auf den Rücken. Und da wir nur eine davon tragen können, bringen wir die gerade zum Auto und gehen weiter suchen. Oh. So, jetzt aber, wir können in unseren Fahrzeugen Sachen verstauen, das ist ganz schön gemacht. Somit ja auch relativ realistisch. So, und jetzt gucken wir mal, was der Laden sonst noch so zu bieten hat. Also nahezu jedes Haus ist hier plünderbar, in manchen ist halt einfach von Anfang an nichts, in anderen finden wir eine ganze Menge. Schränke, die wir loten können oder plündern können, die sind halt immer so weiß markiert. Wir machen Krach dabei. Wir können auch schneller suchen, dann machen wir halt einfach dementsprechend mehr Krach. So, und oben links an der Karte sehen wir, dass es in diesem Laden auf jeden Fall noch Ressourcen gibt. Soweit wir alles geholt haben, was erwähnenswert ist. Ah, wer knurrt mich da an? Lass mal uns überraschen. Sobald wir alles geholt haben, ist er durchgestrichen. Ja, da kommt jemand in den Laden. Na. Jetzt hier beim Plündern stören. Ja, was wollte ich erzählen? Genau, sobald wir so einen Laden geplündert haben, ist das für uns also auch deutlich auf der Karte zu sehen. Dann ist er durchgestrichen und abgehakt. Oben steht dann auch keine Ressourcen mehr. Lily? I really hope you're at the radio, sis, because I'm in a little trouble here. Jacob, where have you been? Und zwischendurch kommen halt immer diese kleinen neuen Quests dazwischen. Manche sind auch zeitlich begrenzt, also da müssen wir uns wirklich beeilen. Man schafft auch nicht immer alles, was man mal schaffen möchte. I sort of took a bad fall off a roof. I can make it home on my own. Anybody out there who can give me a ride? If anybody's in the neighborhood, can you please go get my idiot brother? Where the hell am I gonna get? Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. Good. We'll be waiting. Alles Wichtige aus dem Laden haben wir. Er ist abgehakt. Auch wenn da oben noch ein paar Patronen liegen, auf die ich jetzt mal keine Rücksicht nehme. Oh, gleich eine Horde. Bill, I want to tell your guy to hurry up. Looks like I just got noticed. How bad is it? Pretty bad. Just hang on. Somebody will be there soon. So, ich glaube, im Grundsatz versteht ihr, wenn ihr GTA kennt, was ich meine mit dem Vergleich, dass die Spiele sich ähneln. Meiner Ansicht nach toll gemacht. Grafisch völlig okay. Genug abwechslungsreiche Zombies. Wenn sie sich natürlich auch wiederholen, aber es ist schon okay. Die Quests sind sehr abwechslungsreich und vielfältig. Ihr müsst Entscheidungen treffen, wen ihr mitnehmt, ob ihr Leute mitnehmt, ob ihr sie rettet. Weil wenn ihr eure Gruppe vergrößert, müsst ihr die natürlich auch alle versorgen. Gut. Wir fahren mal nach Hause, weil ich wollte euch ja auch nur einen kleinen Einblick geben. Wie gesagt, das Spiel ist sehr, sehr günstig zu erwerben. Es ist wirklich spielbar, macht Spaß. Immer wieder neue Überraschungen und bietet eine ganze Menge. Also, wenn ihr mögt, schaut es euch doch mal an. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.
Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis die Nächte. Macht's gut. There you go. Don't say I never...